Hallihallo, der Marc vom Physische Wieneschen und bei mir ist die Makita. Hi! Ja? Nicht die Baumaschine, ich muss das sagen. Absolut. Gerade mal drüber gehen, dass ihr immer wieder mal da den Spruch hört. Aber das Gute ist, dass wenn jemand wirklich dann fragt, wir haben Makita am Telefon gesagt, ja, wie die Baumaschine. Dann sagt er, ah, alles klar. Das stimmt, das ist richtig. Das ist eine kleine Gesetzesfrage. Ja, ich muss aber sagen, ich bin gehört die Firma. Dann müssen wir sehen, wenn du im Restaurant bist, sagen die, oh je, das ist die von der Baumaschinen-Dynastie, da sind wir jetzt lieber ganz lieb, ja? Sonst schrauben die uns die Hinterhörner halt auseinander. So. Also, Makita macht jetzt Kuhpiercing, kommt aus München, ist 29 Jahre jung und siehst aber wesentlich jünger aus, ehrlich gesagt. Ja. Und das ist schick, gell? Ja. Bist du ganz farbig oder hast du Handteile? Bitte? Bist du ganz farbig von den Eltern? Ja, beide ganz. Beide? Du bist dann noch eher hell. Ja, stimmt. Also mein Dad ist Mischling. Wo kommst du her? Jamaika. Jamaika? Mhm. Auch schön. Ganz auch schön. Und hast du auch gelebt mal oder eher nur? Nee, nur in München. Okay. Ja. Warst du schon mal besucht, Jamaika? Warst du schon da? Ja, das schon. Sehr schön. Familie da auch? Ja. Ja, das sind gerne gar nicht. Ja. So. Scoop, ich zeige das mal an, dass wir den Namen getaucht haben, dass die Frau auch jetzt nichts ausspült. Du machst mir die Brille mal runter, oder siehst du da nichts mehr? Ich sehe zwar fast nichts mehr. Ich finde, die ist richtig, ne? Du bist ordentlich ausgestattet. Genau. Was hast du da minus was? Auf dem einen minus 4,75. Und das andere ist okay, oder wie? Das andere auch so ungefähr, aber es geht. So. Das ist. Meine Frau ist noch schlecht, sie sieht minus 7. So, ausstrecken. Muss ich mal nochmal zumachen. Mal rausstrecken. Bitte nachkorrigieren. Jetzt geht irgendwie, du hast eine sehr lange Zunge, ja? Jetzt eher tendenziell sich nach hinten gesetzt, ja? Ich zeig's dir im Spiegel, wir korrigieren es auch nochmal nach kurz, nur dass du da siehst, wie etwa, wie es jetzt aussieht. Mhm. Nehmen wir mal in die Hand. Das müssen wir noch bitte korrigieren, dass es ein bisschen gerade wird. Mhm. Wenn du sagst, schau, ich möchte da vorne sein, kann ich es dir auch machen. Generell, wenn jemand eine längere Zunge hat, tendiere ich auch gerne zu, einen Tick nach hinten zu gehen. Mhm. Aber ist auch eine Geschmacksfrage, eine persönliche Frage. Also wenn du sagst, du komm, geh mal ein paar Millimeter mehr nach vorne, dann gehen wir nach vorne. Ja, vielleicht ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne? Ja, ein kleines bisschen noch nach vorne. Ich mache jetzt aber keinen, ich wische die Punkte nicht weg, weil das ist eine Katastrophe mit dem Alkohol von der Rübel hier die Zunge kaputt. Okay. Ich setze die nochmal einen Tick um. Nochmal. Hier nochmal gucken. Aha. Sind die beiden von? Die waren eh schief, aber das habe ich gleich korrigiert. Aha. Und was zu machen? Schlucken. Mhm. Sag nochmal, Makita Chiquita Banane, ja? Genau. So, dann nochmal kurz. Ja, ne? Bleibt. Gut. Super. Weil du weißt ehrlich, das ist trocken und dann wieder Zunge raus, Betäubung, verkrampft auch die Zunge und die Muskulatur ist nicht mehr ganz. Ja. So wie sonst, dann wird es die verschiedenen Gewalt. Ich würde es verlassen. Stell mir fast. Wenn viel weit genug vorne ist in dem Fall, dann lassen wir es so. Ja. Dann können wir eigentlich loslegen. Okay. Losstechen. Ja? Losstechen. Machen wir das? Genau. Gut. Okay, doch gut. So. Dann. Das ist die Makita wird jetzt Personenschützer werden. Das heißt, alle, die sich schützen lassen wollen, können sich von so einer Amazone wie dir jetzt schützen lassen. Das ist so. Magst du so eine Ausbildung?
Bitte? Wo warst du denn da? In München. Ja, also. Eine Security-Firma, oder? Genau. Da bist du dann eher so vor der Disco stehen, auf der 1, mit den Leuten auf die Fresse hauen, oder bist du da eher der wirklich Privatperson? Wirklich Privatperson. Na? Ja. Wie lange geht's denn aus? Was ist das? 3 Monate und dann kann man sich nochmal spezialisieren. Monat ist kurz schon klar. Das geht eigentlich echt fix. Ja, aber es ist nicht, sag mal so, ich will jetzt 3 Monaten würde ich mir nicht zutrauen, jemanden zu schützen, wenn ich du wäre. Nein, man muss sich halt noch weiter... Dann musst du vor dir selbst schützen nach 3 Monaten, glaube ich. Nein. Nee, ja, man muss schon. Also ich hab mal richtig, richtig krassen Typen da gehabt. Mhm. Also, den kenne ich auch ein paar, auch Kunden, aber auch privat, die wirklich mit Waffenpass rumlaufen, also die Waffe immer dabei haben. Und wirklich richtig krasse Leute schützen. Und die waren dann leider noch beim Mossad. In Israel gibt es wohl das krasseste Bodyguard-Camp überhaupt. Mhm. Aber das heißt, also, wenn du davon da rauskommst, dann bist du eigentlich einmal gestorben. Ja? Weil die Schützer da wirklich richtig krass sind, oder teilweise auch ein bisschen was schlafen, oder da gibt's da viele Feste. Ja? Das wird so schlimm, wenn sie es aber nicht machen, oder? Ja. Gefährliche Frauen, ich will sie nicht so gerne. Ich habe immer gedacht, danach noch die Glocke rein. Nein. Nein. Ich kann mich auch verteidigen. Ich boxe sehr gerne. Hä? Was? Ja? Eigentlich boxe. Also ich boxe jetzt nicht im Ring, ja, und das mache ich nicht. Dafür ist mir mein Gesicht zu schade. Aber ich habe viele Jahre Privatstunden genommen. Momentan durch Corona geht es auch immer. Aber eigentlich zweimal die Woche eine Stunde privat, dann lernst du schon was. Aber ich bin kein Schläger, bist eher so aus Gaudi gemacht. Und aber wenn man wirklich mal eine auflegen muss, dass man bitte weiß, was man tun muss, ne? Mhm. Dass man nicht komplett falsch schlägt, weil normalerweise lustig ist. Wahrscheinlich sind wir nicht so gut. Aber hauptsächlich auch zum Ausfahren ist einfach Boxen schon, was die Boxen einfach mega geil. Das ist einfach eine Frage. So, da mache ich nochmal Fridges. Dann darfst du deine Gläser wieder aufsetzen, dass du was gibst. Nicht, dass ich dir da einen Brustwarzen bitte geschaut habe, du siehst gar nicht von deiner Sehstärke. Ja? Das ist sehr gemein. Jetzt ist gerade wegen schräg, oder? Ja, jetzt ist gerade schräg gewirkt. Das ist krass, ja. Das wundert mich jetzt gerade, aber das macht dir keine Sorgen. Ist gut. Nein, versprochen, weil wir haben es ja vorher angezeichnet. Also, das ist oft so dieser erste Eindruck schräg Ding hin und her haben wir öfters mal. Wir haben uns jetzt zweimal angeschaut vorher. Lass deine Zunge mal ein bisschen relaxen, auf die Muskeln dann von der Zeit noch kurz mehr. Das wird schon besser. Ich glaube, es ist jetzt einfach eine temporäre Geschichte. Also beim Scoop ist es wirklich so, dass man teilweise hinterher auch in Videos oft sagt, es ist schief geworden. Mhm. Deswegen zeige ich es an, dass die Zunge rausstrecken und dann guckt man das nochmal an. Es ja. kann eigentlich nicht schief sein, aber durch Stechen nochmal der Muskel ist natürlich, weißt du, das ist selber Muskel im Körper, wenn du einen Krampf hast oder irgendwas zieht, der Muskel zusammen macht zu. Ja. Momentan ist es wirklich ein schräg, aber versuch mal die Zungenspitze mit anzusteuern. Ja, genau, also ich merke, lass mir mal ein bisschen Zeit. Wird schon, glaube ich schon. Wenn es gar nicht ist, müssen wir es neu stecken. Ja? Ja. Würde ich natürlich auch umsonst machen bei sowas, wenn sowas wirklich mal ist. Mhm. Aber eigentlich ist das, was wir tun oder was wir gemacht haben, richtig gewesen. Deswegen bitte keine Panik am Anfang. Es ist bei Schläger, ist bei Scoops oft so, dass die Leute wirklich am Anfang, das wenn du meine Videos kennst, weißt du ja auch teilweise, die Sachen wirklich schräg stehen und wir machen keine Follow-ups meistens, weil ich kann die gar nicht mal zuhören. Die kommen 6 Wochen später und keiner weiß mehr, wenn ich mal das Video kann. Aber es ist eigentlich immer gut. Ja. Nee, das wird schon. Und wenn was ist, wenn es wirklich schräg bleibt, dann muss man damit kommen, dann stecke ich es nochmal neu. Aber würde mich wundern, würde mich wirklich wundern. Was du machen kannst, du bist jetzt nicht gleich auf der Autofahrt und so, wenn du mal das Piercing mal 2 Wochen hast, dass du einfach nochmal guckst, ob du wie es dann überhaupt ist. Und wenn es dann wirklich ist, einfach mal mit den Augen ein bisschen gucken, dass du zu sofort kriegst. Also die Muskulatur gleicht sich dann meistens auch sehr, sehr gut aus.
Aber nochmal, du pumpst dir mal gerade. Es muss auch alle gerade sein, wenn wir ganz sicher, haben wir keine Sorgen. Okay. Und wenn nicht, dann kommst du vorbei und sagst es mir, dann machen wir es nochmal. Okay. Dann stellen wir uns nicht einfach mal zu. Okay. Mach. Gut, Marquita. Ja, mich ärgert oft dein Kunden ein bisschen, dass es halt nicht gleich so ist. Ich habe oft, dass der Videoswurst mega gleich perfekt sitzt. Bei dir sieht es echt ein bisschen komisch aus, aber ich mache mir keine Sorgen, weil ich ja genug Scoops spreche und dieses Thema eben öfters mal habe und das den Kunden dann einfach sagt, bitte bleib locker, bleib ruhig, entspann dich und nicht gleich, weil das immer ein bisschen ist. Das würde ich dir, wenn es wirklich sehr wichtig sein, stehen sofort bei, aber das würde ich auf keinen Fall tun, weil ich bin punktgenau gelandet und der Punkt sollte passen. Ja, da machen wir gar keine Sorgen. Gut, wunderbar. Wie ist es vom Gefühl vom Hund? Du hast ja schon zu ein bisschen gehabt, zwei Stück, ist es so? Nee, es ist wahrscheinlich ganz gut. Ja. Und Betäubung wird nachlassen in 10 Minuten, dann wirst du, sag ich mal, wieder Gefühl zurückkriegen. Schmerz an sich kommt keiner, aber natürlich, du merkst ja dann schon, dass es da ist. Was Thema Schwellungen angeht, manche Scoops schwellen echt an, manche nicht. Wenn sie anschwellen, können sie teilweise wirklich so aussehen, dass du nur noch die Steine siehst. Also die Kugel ist fast weg, fast unsichtbar. Und dann denke ich halt, boah, jetzt darfst du nicht mehr schwellen, dann wächst was ein und dann fängt es aber meistens an abzuschwellen. Also das ist bei Scoops auch oft so. Klar, wenn jemand aus Wien ist, sage ich, komm vorbei. Wenn du nicht aus Wien bist, schickst du bitte ein Facebook, ein Insta-Mail mit Fotos dran, dass ich mir nochmal anschauen kann, dann kann ich dir nochmal meine Meinung dazu sagen, aber meistens ist es so 30 Tage, die Besitzung wirklich dick, dann bleibt sie, dann denkst du, boah, also jetzt darf nichts mehr kommen, dann geht sie wieder runter. Das kann sein, muss nicht sein, aber in diesem Fall ist es, dass du nicht denkst, Gott, um Gottes Willen, ja? Okay. Gut. Ansonsten, Essen, Trinken, alles normal, außer die Frischmilchprodukte ohne Pasteurisierung. Also normale pasteurisierte Milch, Haarmilch, Käse, alles, was du so Kühlregal hast, Pudding, Joghurt, kannst du alles essen. Okay, Käse dann auch? Das ist, wie du weißt, mein Lieblings, 3 Tage mein Lieblingsding, das du nicht brauchen würdest, wenn das geht. Wenn jemand sagt, er muss weniger rauchen oder den 10 Zigaretten wenig, dann muss er halt 10 rauchen. Weil er sagt, er kann mit 3 leben, ist besser und am besten ist ohne. Also ich tue mir da schwer, das generell zu verbieten, weil das eh nichts bringt. Die Leute, ich kann dir nur sagen, in eigenem Interesse, versuche es so wenig wie möglich zu rauchen. Okay. Für die Schwellung kann alles besser. Okay. Ich erkläre dir mal kurz die Pflege. Erster Schritt, Hände waschen, desinfizieren, dann braucht ihr eine Mundspülung, dann braucht ihr den Mundspray. Gibt es von mir mit. Du spülst damit aus, eine Minute lang. 10 Milliliter reichen aus, wenn nicht mehr, weil das Ding zu verleert. Eine Minute spülen, ausspucken, fertig. 10 gründlich putzen. Tagsüber, nach einer Minute rauchst, trinkst, isst, Mundspray. Es ist kein freischütendes Rauchen, aber trotzdem besser, du sprühst danach, als wenn du brauchst. Okay. Also nach dem Rauchen, kurz Mund einsprühen, fertig. Okay. Ansonsten haben wir eigentlich keine großen Verbote oder Dienste. Gibt es Fragen von dir aus dem Kita? Nee, ich bin soweit voll zufrieden. Gut, dann schauen wir, wie du damit klarkommst. Wenn irgendwas ist, meldest du dich, dann gibst du mir noch Pflegeanleitung für den Mund gereinigt. Dann bin ich dir eine gute Heimfahrt. Ist er hier im Auto oder? Ja, im Auto, ja. Ja, das ist halt sehr gemütlich. Ich bin Salzburg anfangen, schönes Wetter, Spaß genießen. Ja. Dann danke dir fürs Kommen, danke, dass du mich besucht hast. Tschüss, baba. Bis zum nächsten Mal, das war die Marquita. Bis bald, ciao, meine Lieben.